Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Nach einer kurzen Funkstille oder einer ungewöhnlich langen Funkstille. Heute soll es darum gehen, Belegstellenbegattete Königin. Wir werden uns mit Franz unterhalten, später im Video. Franz ist Belegstellenleiter an der Belegstelle, wo wir eben unsere Belegstellenbegattete Königin begatten lassen. Wow, was für ein Wort. Belegstellenbegattete Königin begatten lassen. Auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es ein paar Eindrücke von der Belegstelle. Klar, ein paar Eindrücke von Franz über die Belegstellenarbeit, über Sinn und Unsinn von Belegstellenbegattete Königin. Da bleibt einfach dran. Ich stehe jetzt hier gerade, man sieht es im Hintergrund, vor diesen Holzabideas. Ich sag's euch. Also viele hatten mich ja gewarnt, haben gesagt, oh, lass die Finger davon. Ich habe die ja damals gekauft, ganz klar, weil ich gesagt habe, Bio-EU-Öko-Verordnung ändert sich im nächsten Jahr. Es war unsicher, sind Abideas oder ist es immer noch? Ich habe da keinen neuen Stand, ich habe mich da noch nicht drum gekümmert. Sind die Holz- oder die normalen Abideas erlaubt im Bio, EU-Bio oder nicht? Deshalb habe ich Holzabideas gekauft, um da auf Nummer sicher zu sein. Ja, also die stehen jetzt relativ frei, da wundert es mich nicht, aber die meisten, ihr seht es im Hintergrund, habe ich unter dem Anhänger gestellt, unter einen anderen Anhänger nochmal oder unter so Planen. Also die meisten stehen eben nicht der Witterung ausgegeben und ich habe eigentlich in allen das Problem, dass die innen drin schimmeln. Ja, und ja, nach, weiß ich nicht, es ging nach 3 Wochen eigentlich schon los. Bei den Namen von den ersten Königinnen war schon zum Teil unheimlich viel Schimmel drin, also eine katastrophale Holzqualität. Dazu kommt noch, dass eigentlich nichts passgenau ist. Also diese Holzrähmchen, die wirkst du da mehr rein und raus. Also bin ich total unzufrieden, kann man sagen. Ne? Also kann man wirklich so sagen. Das ist nicht das, die Qualität. Also damit kannst du eigentlich oder kann ich nicht vernünftig arbeiten. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt über den Winter für eine Lösung finden, wie das weiter vorgehen soll. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja zwar in diesem Jahr spät, aber wir haben doch ja noch sehr schöne Königin bekommen. Belegstellenbegattete Königin ja leider erst, oder leider, aber relativ spät. Ne? Die gingen eigentlich jetzt die Tage erst raus. An sind ja auch viele von euch dabei, die sich da eine mitbestellt haben oder für die ich eine mitgebracht habe. Aus der Belegstelle Drei Wasser, eine super coole, also ihr seht gleich die Bilder, eine super coole Belegstelle, ganz unten im Prinzip an der Zugspitze kann man sagen, Gebirgsbach, links Österreich, rechts Deutschland, also weiter runter kannst du eigentlich in Deutschland, glaube ich, nicht gehen, ja, de facto. Ja, und da haben wir einfach die Abideas hingebracht, die Königin sind geschlüpft am 9.7., dann dahin gebracht, dann, wie gesagt, habe ich ja seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen ein bisschen Rückenprobleme, die dann abgeholt. Und deshalb hat sich das auch alles neben dem Wetter auch nochmal mit dem Rücken ein bisschen verzögert. Ne? Ja, auch da werden wir weiter verbessern. Ne? So ein Rücken ist eine Lehre. Auch da wird im Winter sicherlich noch die ein oder andere neue Maschine dazukommen, dass wir noch weiter wegkommen von dem Heben. Also speziell denke ich jetzt gerade über den Kran nach, dass eben diese Honigräume komplett wegfallen. Ich meine, die sind dieses Jahr auch im großen Teil weggefallen, gab es ja nicht viel zum Heben. Aber nichtsdestotrotz, da wollen wir noch uns ein bisschen besser aufstellen. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit den Bildern von der Belegstelle. Super landschaftlich, sehr schön und danach natürlich bin ich noch im Gespräch mit Franz über seine Arbeit als Belegstellenleiter. Wenn da jetzt jemand regional sich angesprochen fühlt, da irgendwie in einer Züchtergruppe mitzuarbeiten, den Franz zu unterstützen, sehr gerne. Also da meldet ihr euch gerne. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja eher eine regionale Sache und keine überregionale. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Eindrücken. Schreibt eure Kommentare und Anmerkungen gerne unter dieses Video. Wir werden das im nächsten Jahr sicherlich wieder machen. Also es war doch
ja, wie gesagt, ist alleine Urlaubsreise zu dieser Belegstelle. Also, schaut es euch an und bis gleich. Anfang ist immer das Schwierigste. Jetzt sind wir beim Franz. Franz kenne ich, der hat mit mir auch den Meister gemacht. Und wir stehen hier vor seinem schönen Honigregal. Im Gegensatz zu uns ist jetzt hier alles im deutschen Imkerbund, ne Franz? Ja. Und der Franz ist sehr engagiert als Belegstellenleiter von eben der Belegstelle Dreiwasser, wo ihr jetzt gerade die Bilder gesehen habt, die Eindrücke gesehen habt, wo wir ja auch unsere Königinnen hingebracht haben. Eine Sache, wo ich immer so mitkriege, wenn wir die Königin verkaufen oder wenn wir gefragt werden, ob wir noch welche haben, so eine Belegstellenkönigin ist ja jetzt nicht für Wirtschaftsvölker, oder? Genau, also es ist ja eine Reinzucht-Belegstelle im Endeffekt. Das ist, hat nichts mit höhere Leistungsfähigkeit unbedingt zum tun, aber von derer Königin zieht man eigentlich wieder nach. Ja, man hat quasi von seinen Völkern, wo man die besten Völker hat, macht man Königinnen, bringt man auf eine Belegstelle, dann haben die gewisse Zuchtwerte und von denen züchtet man eigentlich wieder nach. Also eine reine Vermehrungskönigin, ne? Ja, genau. Man muss das sagen. Also genau. Ich habe
ganz einfach gesagt, du hast eine belegstellenbegattete Königin auf dem Betrieb, also ich meine, ich und du oder größere Imkereien mehrere. Ja. Und das sind einfach dann die, sagen wir mal, die Zuchtfolge oder die Vermehrungsfolge, aus denen wir dann wiederum umlaufen. Genau. Und von denen, wo man auch wieder nachziehen kann, da man dann wieder auf eine Belegstelle geht, dann einfach dann eine gute Linie weiterführen kann. Ja, genau. Also wir nehmen auf jeden Fall nicht die belegstellenbegattete Königin und wandern mit denen in Raps. Ja. Kann man natürlich auch machen, ja, aber eigentlich sollte man die dann irgendwo in der Nähe haben, damit wir die auch wieder nachziehen können. Ja. Genau. Ja. Weil dafür sind sie auch zu wertvoll. Ne? Also meine, da steckt ja auch ein riesen Aufwand dahinter, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Es fängt ja an vom Umlaufen, sie schlüpfen, sie kommen in Begattungskästen, jetzt in meinem Fall bei dir auch Abideas, dann von uns ist es ja hier 3 Stunden zu fahren hierher, dann stellt man sie hin, 2 Wochen später kommst du wieder, holst sie wieder ab. Ja, das sind keine Königin, die wir, also sehe ich zumindest so, die du irgendwie im Schwarmtrieb dann verlieren musst, weil du im Raps irgendwie was übersiehst oder sonst was, sondern bei mir daheim, da stehen die ganz, ist das eine Gruppe, die steht ganz separat und dient eigentlich nur, wirklich nur zum Augenlaufen, wird betüttelt, ab und zu mal ein bisschen geschröpft, dass wir da keine Probleme kriegen. Ja. Schön gefüttert auch und in der Varroa-Behandlung lieber einmal mehr nachgeschaut wie zu wenig. Ja. Also sind so die Babys einfach. Ne. Ja genau, das ist eigentlich die Basis für im Kreis, einfach ein guter Zuchtstoff. Und wenn man da eben Belegstelle und begattete Königin haben kann und von denen nachziehen kann, wenn man mit denen zufrieden ist, dann ist das eine gute Grundlage. Und das Interessante, muss man ja sagen, bei den Belegstellen ist ja, bei den Belegstellen nochmal, es geht ja nur um diese Vatervölker, ne, um die Genetik der Faden. Die andere Seite, also die Königin an sich mit ihrer ganzen Genetik, die bringe ja ich als Züchter bin, ja, oder Zulieferer oder wie auch immer. Ja. Also das ist ja meine Baustelle und deshalb sind ja auch, muss man auch sagen, deshalb sind ja die Königinnen, die von der gleichen Belegstelle kommen, trotzdem unterschiedlich. Ne? Also, ja, genau. Weil du ja die eben auf der Belegstelle nur die eine Seite der Genetik bringst. Ich bringe halt bloß die männliche Seite, die Drohnenseite mit. Und bei der Belegstelle ist es also, dass viele fragen dann, ja, sind die Völker, die da hinten stehen, alle gekürt? Nein, die sind nicht gekürt, weil es geht ja. Sie müssen alle die gleiche Abstammung haben von einer gekehrten Königin. Ja. Ja, und die Drohnen, durch das, dass sie keinen Vater haben, sondern einen Großvater bloß, weil sie also einen unbefruchteten Eier entstehen, geben die Gene von der gekehrten Königin weiter. Und um das geht es auf der Belegstelle, weil man einfach die Zuchtwerte möglichst hoch hält, um möglichst leistungsstarke Königinnen und Völker zu kriegen. Ja. Bedeutet aber wiederum auch, wenn ich die, sagen wir mal in Anführungszeichen, die blödeste oder die schlimmste Königin hinschicke auf eine Belegstelle, dann wird die nicht zur besten Königin, nur weil die auf dieser Belegstelle war. Also es gehören wirklich 2 Seiten dazu. Genau. Also man muss im Prinzip daheim seine Hausaufgaben über ja, etliche oder viele Jahre machen und sich daheim die guten Grundlagen schaffen. Und mit diesen guten Grundlagen, die kann man dann auf der Belegstelle verfeinern. Genau. Ja. Und festigen halt auch. Ja. Ja. Wenn man halt keine hat, ist man halt erbfest und dann hat man da eine gewisse Sicherheit, dass das auch wieder weitervererbt wird. Wir reden übrigens von einer Karnika-Belegstelle, ne? Bevor da aber jeder, wo meinem Kanal folgt, wird es ja wissen mittlerweile, dass wir von Karnika reden. Also bei uns können wir auch nur Züchter, die eine Backfasskönigin zur Anpaarung bringen. Ja. Aber das ist im Prinzip unabhängig, was für Zucht, dass die Königin herkommt, sondern auf die Anpaarung kommt es darauf, ob die Leistung einfach passt. Und warum bringen die Backfasskönigin? Oder was haben die da für ein Interesse? Ja, die Backfast ist ja keine eigenständige Rasse, wo man immer wieder nachziehen kann, sondern die Backfast besteht aus verschiedenen Bienenrassen. Ja. Darunter gehört auch die Karnika-Bienen und die müssen die immer wieder mal einkreuzen. Die müssen die Linguistiker, die Karnika immer mal wieder kreuzen, immer wieder auf die Belegstellen gehen, dass einfach die Leistung von der Backfast auch hochgehalten wird. Okay, habe ich auch was gelernt. Also ich sehe, ich bin Franz ist ja schon der bessere Züchter. Gut, ich meine, mit Backfast muss ich ehrlich sagen, mit Backfast habe ich jetzt, klar, ich habe die mal ausprobiert, das habe ich auch schon mal erzählt, aber sonst, jeder, wo bei mir daheim mit Backfast zu tun hat und zur Belegstelle führt, die fahren halt in ihre eigene Belegstelle. Ne? Das ist ja, da gibt's bloß ein paar. Süddeutschland oder wir Backfast. Süddeutschland oder wie die heißen und die haben halt auf der Alp, glaube ich, eine Belegstelle bei uns, ne? Das weiß ich halt und ja.
Ich meine, wir haben oder ich, diese Belegstelle Drei Wasser ist ja wirklich toll, ja. Also auch landschaftlich. Ja, und wie gesagt, ne? die Lage ist halt einfach das Ausschlaggebende. Da sind keine Völker im Umkreis. Also ja. Es gibt nur die Vatervölker, die wo wir hinten aufstellen und es gibt keine andere Anpaarungsmöglichkeit ja. Da hinten. Und deswegen ja. Ist das halt eine in Bayern eine der sichersten Belegstellen, weil es einfach keine anderen Völker in dem Schutzkreis gibt. Ja. Und ja, Franz, erzähl uns doch einfach mal, wie das so funktioniert im Frühjahr, wie du deine Belegstelle so aufbaust und ja. Ja, wir führen unsere Belegstelle ein bisschen unkonventionell. Wir haben halt die Möglichkeit, durch das, dass halt das bei uns in einem abgeschiedenen Tal ist, auf über 900 Meter und umgeben von hohen Berg, haben halt wir da einen Schutzkreis von 10 Kilometer, wo eine gezielte Anpaarung stattfinden kann und wir können halt auch durch das, dass wir keine Imker in unserem Schutzkreis haben, jedes Jahr unsere Linien ändern und aufstellen, neue Linien machen, sodass wir halt auch bei uns im Bereich keine Inzucht nicht reinbringen und immer sehr hohe, leistungsstarke Königinnen zur Anpaarung bringen können. Ja. Und das Schöne ist ja, glaube ich, auch, also ich bin ja jetzt nicht so unheimlich Belegstellen erfahren, aber das Schöne ist auch, da war ich sehr positiv überrascht, ihr habt es ja gerade auch in den Bildern gesehen, ne? So ein schönes Tal. Und man hat vor allem voll viel Platz, um die Begattungskästchen aufzustellen. Ne? Du hast nicht so, wie ich das bisher gekannt habe, so 20 Quadratmeter Gartenzaun außenrum und da stehen irgendwie 200 Kästchen, sondern das ist wirklich schön bei euch. Ne? Ja, wir haben halt die Möglichkeit, wir haben unser Bienenhaus, wo unsere Vatervölker außenrum stehen. Und wir haben halt die ganze Möglichkeit von über 500 Meter, wo wir die Züchter und die Königinnen frei aufstellen können. Ja. Die einen wollen es lieber in der Sonne haben, die anderen lieber im Schatten, die anderen Halbschatten. Also das bietet unsere Belegstelle komplett. Und ihr seid auch ja komplett offen für die Kästen, ne? Genau, ja, genau, mit den Begattungskästen kann ja jeder bringen, was er will. Jeder muss sein Schutzhäuschen so mitbringen. Ja. Wir haben quasi von Einwabenkästchen bis Mini Plus, was man nicht nehmen als einen Ableger oder Viererböden, das machen wir nicht. Ja. Aber sonst kann ja jeder das bringen, was er will. Ja. Ja. Jeder muss halt seinen Unterbau, seine Konstruktion so mitbringen und dann auch wieder mit heimnehmen. Weil wir keine eigenen Schutzhäuser haben, wo wir die Begattungskästchen reinbringen können. Und jetzt ist es ja so, ich meine, du wählst ja dann jedes Jahr die Vatervölker aus, ne? Ja. Stellst sie dann dahin und fährst einmal die Woche dahin, wo du eben wo wir dann alle die Königin anliefern können und wieder abholen. Und das Ganze im Prinzip als Ehrenamt mehr oder weniger, oder? Genau, ja, also wir sind keine Reinzüchter, sondern wir kaufen von Reinzüchter gekörte Abstammungen von gekörte Königinnen und dann die bei uns in unsere Völker mitnehmen. Und dann nächstes sind das die Vatervölker für die Belegstelle. Ja, und wir treffen uns halt immer um 6 Uhr vor der Belegstelle oder vom Tor und fahren dann gemeinsam auf die Belegstelle hinter und danach holen wir sie gemeinsam fahren wir wieder zurück, weil das eine gesperrte Straße ist und deswegen fahren wir da in Konvoi. Haben jetzt bei der AGT, also bei der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht nachgefragt, ob wir nicht AGT-Belegstelle werden können. Und wir werden ab nächstes Jahr AGT-Belegstelle sein. Und damit hat mir halt die Züchter aus ganz Deutschland halt die Möglichkeit bieten, ihre Königinnen bei uns auch zu liefern. Und der Plan ist eigentlich so, dass die Züchter die Königinnen zu mir haben schicken und ich dann die am Samstag einfach mit auf Belegstelle nehme und aufstelle und nach 2 Wochen wieder mit heim nehme und wieder zurückschicke. Ja. Das war also mit der Plan. Und das ist ja ein super Service, ne? Wenn ich nirgends mehr hinfahren muss. Ne? Genau. Muss ich schon sagen. Ja, das ist ja super interessant. Wir tun euch in die Videobeschreibung mal den Link zur Belegstelle und auch zum Franz. Dann könnt ihr da gucken, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch da beim Franz. Sehr schön, oder? Ja. Haben alle Fragen, die wir uns vorgenommen haben, glaube ich, beantwortet. Und wie gesagt, den Kontakt zum Franz oder zur Belegstelle findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Und ja, auf der Homepage steht ja auch alles. Ne? Ja, wie war schon, wann offen, wie war es. Wenn Fragen sind, oder gerade wenn jemand das probieren möchte mit dem Versand, bitte vorher Bescheid sagen. Weil wir müssen das auch erst einmal probieren, wie viel darf man da bewerkstelligen können, wie viele Völker. Also wenn dann da 1000 Königinnen kommen, die werden wir jetzt nicht hintertransportieren können. Aber halt, es muss für den Anfang mal überschaubar bleiben. Ein Platz jetzt, ja. Platz haben wir nur. Das Platzproblem ist das Wenigste, ja. Bloß ich muss halt auch dementsprechend die Drohnenzahl, die wir da haben, also die Vatervölker dementsprechend mit Drohnenrahmen ausstatten, dass die nur Drohnen vorrätig sind. Ja. Aber ja, das muss halt auch arbeitstechnisch in meinem Betrieb auch mit aufgehen. Ja.
Wie war es denn eigentlich dieses Jahr? Ist da irgendwie aus der Reihe gefallen oder vom Begattungsergebnis? Oder kann man sagen, so im Durchschnitt war es eigentlich relativ normal? Ja, vom Ergebnis am Schluss waren wir eigentlich im normalen Bereich. Wir sind immer um die 80%, mal ein, zwei Prozent drunter, mal ein paar Prozent drüber. Wobei das nicht das Ausschlaggebende ist, weil es kommt auf die Füllbienen drauf, was in die Begattungskästen drin ist, wie alt das die Königin ist, die wo drin ist. Und das ist ausschlaggebend für den Begattungserfolg. Heuer war halt bei den meisten Züchtern so, dass die Königinnen im Frühjahr einfach nichts geworden sind. Und deswegen ist die Zucht eigentlich heuer mindestens zwei bis drei Wochen später erst losgegangen auf der Belegstelle. Ja. Also wir haben ganz normal offen gehabt. Ja. Aber die ersten zwei Mal sind fast keine Züchter gekommen, dafür beim dritten, vierten, fünften Mal sind halt die Züchterzahlen oder die Königinnenzahlen deutlich nach oben. Und ich meine, allein das ist eigentlich ein eigenes Themenblock, über den man stundenlang reden könnte, wie man so ein Begattungskästchen richtig befüllt. Genau. Ne? Weil das sind ja oft gravierende Fehler. Königin zu alt, zu wenig Begleitbienen, zu wenig oder Futter oder was auch immer. Ja. Ne? Also Drohnen als Begleitbienen oder so. Ja, das sollte man doch bitte bleiben lassen. Ey. Also ich glaube, die meisten Züchter, die auf eine Belegstelle gehen und den Aufwand in Kauf nehmen, dass sie es schicken oder dass sie daherfahren, die waren ja dumm, wenn sie dann eigene Drohnen mitbringen, weil die wollen ja meine Drohnen oder unsere Drohnen haben zur Begattung. Ja. Wenn ich dann fremde Drohnen mitbringe, ist eigentlich der Sinn von so einer Belegstelle dahin. Ja, ja, das ist wohl wahr. Oder die Königin halt unheimlich alt sind. Ich habe da jetzt auch schon mitbekommen, von zwei Leuten, also kann ein Zufall sein, dass die Königin erst mal 7, 8 Tage im Brutschrank haben und dann zur Belegstelle fahren. Ich meine, das ist ja nicht förderlich für den Begattung, also aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung nicht förderlich für den Begattungserfolg. Und deshalb ist es ja auch, Belegstellengeschäft ist ein absolutes Termingeschäft. Ne? Ich plane mir, da fahre ich zur Belegstelle an dem Samstag und dann mache ich daraus praktisch, dann weiß ich, wann ich umlaufe und daraus rechnet sich alles ab und nicht, oh, ich habe eine Königin über, ich fahre zur Belegstelle. Ja, das ist meistens der Grund, ich habe begonnen, eine Königin so weit zum Fahren oder was, ja. Aber nein, man muss halt einfach sich genau einen Terminzeitablauf halten. Und man weiß ja, dass die Königin ab dem 5. Tag nach dem Schlupf geschlechtsreif wird und prünftig wird. Und dann sollten die eigentlich schon die Möglichkeit haben, auszufliegen und dann auch begattet werden. Und deshalb sind wir ja auch im Regelfall 14 Tage da. Ne? Und nicht nur eine Woche und auch nicht 3 Wochen, weil 3 Wochen ist ja halt dann schon wieder lang. Aber 14 Tage ist also das Standard. Ne? Genau, nach 14 Tagen kann man eigentlich auch sicher sagen, ob die Königin begattet ist oder nicht. Ja. Also normalerweise nach 1,5 Wochen... Frühestens nach einer Woche fangen die Königin erst zum Legen an. Und also deswegen lassen wir es 14 Tage dran, weil dann kann man wirklich sagen, ist die Königin begattet oder nicht. Weil wenn man es nach einer Woche wieder abholt und dann daheim aufstellt, dann kann es ja da immer noch eine Fremdanpaarung geben, wenn es blöd läuft. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Franz. Ja, bitte. Immer wieder gern. Haben wir hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was das Thema Belegstelle betrifft. Und ja, dieses Jahr ist rum, ne? Bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr dann. Auf ein neues, schauen wir, was da wieder rauskommt. Ja, das war unser Besuch 2021 auf der Belegstelle. Nächstes Jahr, wie gesagt, machen wir das wieder. Wir werden auch wieder Königinnen für euch anbieten, weil für mich alleine zu fahren, das lohnt sich nicht. Zusammen mit euch zu fahren oder für einige da was mitzunehmen, das lohnt sich dann schon eher. Und wie gesagt, auf der Homepage könnt ihr vorbestellen für das Jahr 2022. Wir machen, wie gesagt, wieder nicht arg viele, halt im Prinzip 1 oder 2 Fahrten, weil Massenvermehrung ist nicht unseres. Wir wollen ein bisschen auf die Qualität achten, aber wir werden es im nächsten Jahr beibehalten. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ich denke, es hat uns allen geholfen. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind ja eigentlich durchweg positiv. Das Verständnis bedanke ich mich auch nochmal für alle, die Königin bestellt haben, die wir dann halt nicht zu dem genauen Termin liefern konnten, wegen dem Wetter. Ne? Ihr wisst es alle, die Imkern, aber die wir einfach ein bisschen später nachliefern mussten. Aber wir haben miteinander gut kommuniziert. Wir haben Wünsche wahrgemacht, sofern das irgendwie ging. Also ich glaube, da sind wir alle
zufrieden und genau so macht uns das Arbeiten auch Spaß. Und das ist das, was wir uns vorstellen, dass man es eben miteinander macht, miteinander spricht, was man braucht, was sein muss. Und dann findet man da auch eine Lösung. Wir tun unser Bestes, ihr tut euer Bestes. So imkern wir zusammen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Video. Wie gesagt, sind ja jetzt leider ein paar ausgefallen, weil mit dem Rücken. Und ja, dann wünsche ich euch was. Servus.